Die Nacht war auch hart beschissen, da gab es keine Erholung. Also ich habe so das Gefühl, das wird jetzt bis zum Ende hier einfach nur noch ein Durchstehen. Abwarten und durchstehen. Schlafen? Damit habe ich eigentlich kein Problem. Aber ich glaube, viele Teilnehmer bei Seven vs. Wild unterschätzen das Thema. Und genau deswegen stelle ich euch heute unseren Partner Emma vor. Die Lösung für guten Schlaf kann ganz einfach sein. Die AirGrid-Matratze von Emma zum Beispiel. Diese bekommt ihr aktuell noch geiler in ihrer neuen Version und noch viele weitere Produkte mit bis zu 50% Rabatt. Das Ganze bekommt ihr in den Black Weeks und findet ihr unter www.emma-matratze.de/7vs-wild. Und mit dem Code 7vs-wild spart ihr 5% nochmal on top. Emma kümmert sich um alles, was mit Schlaf zu tun hat, sodass ihr einfach erholsam und frisch in den Tag starten könnt. Es gibt viele verschiedene Produkte. Kopfkissen, Decken, Topper, Matratzen, Boxspringbetten und vieles mehr. Also sorgt dafür, dass ihr jetzt besser schlaft, nutzt die Black Week und natürlich nochmal die 5% on top mit dem Code 7vs-wild. Damit spart ihr ordentlich was und ihr tut eurem Schlaf, eurem Körper und eurer Seele auch etwas Gutes. Checkt den Link dafür in der Videobeschreibung ab. Vielen Dank an Emma für Sponsor dieser Folge und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das sind Messer drin, das sind Tabletten drin, ohne Umverpackung. Ach, ist weg. Die sind einfach weg. Was glaubst du, wenn die den Koffer scannen? Ach Freunde, ich sag euch was, der Koffer taucht einfach nicht auf. Wartet schon 2 Stunden und er kommt nicht. Der Koffer ist weg! Sascha ist nicht da. Ja. Zusammen reisen wir mit unseren Kandidaten nach Kanada. Klassenfahrtfeeling vom Feinsten. Seit 4 Stunden warten wir hier. Vom Flughafen bis zum Hotel weichen wir den Kandidaten nicht von der Seite. Also ich habe kein Glas mehr, das ist Quatsch, aber sonst ist geil hier. Wir haben unsere Kandidaten sich vorbereitet und werden alle rechtzeitig zur Aussetzung kommen? Saschas Reisepass ist verloren. Wurde auch nichts vergessen und kriegen sie überhaupt Messer und Macheten durch den Zoll? Das kann hier alles gleich in die Hose gehen. All das in Folge 2, Behind the Scenes. Nobody can stop us. Also den Moment, den Koffer zu packen und dann endlich zum Flughafen zu fahren, ist gefühlt so eine Erleichterung, weil man sagt, es geht jetzt endlich los. Ja, weil es sich natürlich auch aufstaut und dann wird es immer schlimmer. Man denkt so, eigentlich will ich nur noch raus. Ich will aus diesem Heli raus. Ich will gar nicht ins Flugzeug und noch rüber und noch Briefing und noch mal schlafen und noch mal das und noch mal unterschreiben. Sondern ich will eigentlich will ich nur raus in die Natur. Aber man macht sich natürlich gewisse Gedanken. Ja? Ich habe mir zum Beispiel auch Gedanken gemacht, was ist denn, wenn der Koffer verloren geht? Deswegen habe ich natürlich auch geguckt, dass ich alles, was geht, am Mann trage oder im Handgepäck. Das Einzige, was ich wirklich im Aufgabegepäck habe, ist halt ein bisschen Ersatzkleidung, irgendwie sowas. Und ja, natürlich sowas wie ein Messer, ein Feuerstahl, Angelhaken, also alles so Sachen, wo man sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich das durch die Sicherheitskontrolle kriege. Ne? Aber alles andere wird am Körper getragen. Jetzt ist er wieder auch wieder dabei. Sascha Day war da. Schön, dich zu lernen. Sascha, mein Lieber. Hi, Hanna. Auf dich habe ich gewartet, Junge. Auf mich? Es geht los, es ist soweit und wir sind übel viele Leute, Alter. Dann war es endlich soweit. Auch das zweite Team, zu dem ich dann gehörte, hat sich am Flughafen getroffen, inklusive der Teilnehmer. Das heißt, wir haben alle begrüßt, waren natürlich wieder ganz herzlich. Es kam wieder so ein bisschen dieses alte Team-Feeling auf von Staffel 2. Klassenfahrt. Und ja, genau, Klassenfahrt-Feeling. Auf ein neues Abenteuer. Vorher Panama, jetzt stehen wir da, regnet schon mal wieder komplett runter. Genau ein Jahr später und es geht wieder los, Dave. Wir sehen uns wieder. Und nächstes Jahr wieder, oder? Dann nicht mal wieder. Na, dieses Mal noch. Dann ist vorbei. Sascha Huber, der Mann mit dem eisernen Bizeps. Er ist einer der erfolgreichsten Fitness-Influencer im deutschsprachigen Raum und nimmt bereits zum zweiten Mal am härtesten Survival-Format Europas teil. Der österreichische Klick- und Abonnentenmillionär hat bereits in Staffel 2 sein Durchhaltevermögen bewiesen. Wo bin ich hier gelandet? Yes! Let's go! Danke, Insel. Und danke für nix. In Panama hat er nicht nur die Zuschauer begeistert, sondern auch in Knossi einen Freund fürs Leben gefunden. 14 Tage, das kann man schaffen. Das ist eine Ansage. Also ein Teil der Truppe ist vorgeflogen vor 3 Tagen, inklusive Max, um Vorbereitungen vor Ort zu treffen. Und hier die ganze Teilnehmergruppe fliegt jetzt. Die Condor hat Business springen lassen für die Teilnehmer. Also wir haben, du auch übrigens, Dave, ne? Weißt du, da grinst du schon, ne? Aber verdient auch, weil die müssen auch ausgeschlafen sein. Da hat die Condor gesagt, komm, sollen die Jungs mal pennen, die Jungs und Mädels. Hast du Bock oder was? Ja, komplett. Also egal welches Szenario, ich hab Bock. Mit dem Cocktail in der Hand oder einfach nur mit der Chlortablette in der Pulle.
Jan Schlappenlange. Der Parkour-Profi ist nicht nur körperlich topfit. Auf YouTube beeindruckt er schon lange seine Community mit waghalsigen Stunts. Und so auch Fritz mit einer abenteuerlichen Nachtaktion für sein Bewerbungsvideo. Sein Teampartner ist Joey Kelly, der vielleicht kein Freerunning-Experte ist, dafür aber schon zu Fuß gefühlt die halbe Welt umrundet hat. Der Musikstar der 90er Jahre hat nicht nur Konzerte vor unzähligen Menschen gespielt, er ist nebenbei noch ein krasser Extremsportler. Sein Ehrgeiz und seine Willenskraft sind endlos, was ihn zu Höchstleistungen treibt. In die Hütte rein und dann erstmal hinhocken und warten, bis das ganze Wahnsinn aufhört. Auch wenn die beiden unterschiedlicher nicht sein könnten, bringt Jan körperlich mindestens genauso viel Energie mit. Das eigene Bogen freut mich. Ey, wir haben richtig Bock. Aufregung ist jetzt auf jeden Fall am Start. Fun Fact, wir haben beide Flugangst. Andy und Gerrit, die beiden Outdoor- und Bushcraft-Spezialisten, betreiben seit Jahren einen YouTube-Channel mit einer 500.000 Follower. Wenn ihr wissen wollt, was wir heute bauen, dann bleibt dabei! Doch wie werden sich die selbsternannten Naturensöhne schlagen, wenn sie einmal aus ihrer Komfortzone heraustreten müssen? Wenn jetzt hier zum Beispiel das Wolfsrudel in deinem Zelt steht, dann ist halt auch einfach Fritte. Meine Puma-Abwehrwaffe. Survival Marin. Der erfolgreiche Berliner Outdoor-Influencer hat bereits an Staffel 1 teilgenommen. 7 Kilo Heidelbeeren haben dafür gesorgt, dass ich heute noch hier sitze und funktioniere. Nachdem er der Wildnis von Schweden erfolgreich die Stirn bieten konnte, stellt er sich nun in Staffel 3 der Herausforderung mit Fritz Meinecke persönlich. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute wird es tropisch. Fritz ist der Gründer von 7 vs. Wild und einer der reichweitestärksten Influencer Deutschlands. Nach Schweden und Panama nimmt er uns diesmal mit um die halbe Welt nach Kanada. Geil, Alter. Ah! You can do it! So eine Scheiße. You can do it! Ihr könnt euch drauf verlassen, dass Sascha und ich nach 14 Tagen mit denen, die es geschafft haben, in diesem Boot zurückkommen. Zu 100%. Sind wir uns da einig? Ich bin dafür. Na komm, klopf. Ja? Na Sascha. Wurden wir ganz herzlich empfangen von der Condor in der Business Class. Wir durften in einem der neuesten Flieger weltweit fliegen, in der neuen Business Class, für das gesamte Team, für alle Teilnehmer. Wir sind super komfortabel geflogen, ausgeruht angekommen, was ganz wichtig war für dieses Projekt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel ausmacht, aber es macht schon ultra viel. Ja. In Staffel 2 sind wir alle Echo geflogen, sind mit Rückenschmerzen und gebrochenen Rippen angekommen. Aber das war ja komplett geil. Das wie wir, als wären wir nie geflogen. Das war schon stark. Ja, bevor es in euer Abenteuer geht, bevor es jetzt in die Wildnis geht, könnt ihr euch nochmal wunderbar mit unserem Komfort hier freuen. Ansonsten wünschen wir euch einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord und drücken euch jetzt schon die Daumen für euer Abenteuer. Ich bin mal daheim! Digga, ich hab hier so Beinfreiheit. Das ist echt krank. Alter, das ist so krass. Guck mal hier. Digga, wir haben hier einfach so eine Steckdose einfach. Das ist so geil. Das wow. Ist krank. Kevin Teller, besser bekannt als Papa Platte, ist einer der beliebtesten Streamer Deutschlands, ein ausdrucksstarker Tänzer und verkauft nebenbei noch Kondome. Hey, warum? Sein Teamkollege ist Dominik Ries-Rätsmann und in ihrem Podcast Edeltalk geht ihm niemals der Gesprächsstoff aus. Freunde, wir sind Edeltalk. Doch wie sieht das Ganze 14 Tage am Stück in der Wildnis aus? Wir müssen bei meinem vielleicht nochmal checken, ob wir da ein paar Holzsplitter drin haben spontan. Ich bin immer nur Holzklasse geflogen. Das war immer zu eng. Das ist geil. Also jetzt verstehe ich, warum Leute das bezahlen. Jetzt 10 Stunden Vollgas. Wofür sind wir denn hier? Oh, herrlich. Das Wichtigste, du musst sofort erstmal die Liegeposition ausprobieren und natürlich Stressvermeidung. Wir sind. Junge, ich habe gedacht, hier kommt noch jemand. Guck mal, hier ist Platz, wo ich dachte, gut, jetzt sitzt ja einer vor mir oder was? Und jetzt kommt der Wahnsinn. Matratzen-Topper. Ein Topper. Hast du sowas? Hast du noch nicht? Hast du einen Topper daheim? Okay. Ach, was nicht? Das haben wir hier. Bei der Condor. Guck dir das an. Hier hinten. Und das habe ich. Das ist das Zweite, was ich habe. Ich bin schon mal Business geflogen. Da gibt es immer so Geschenke. Ich habe einen Travel Organizer. Da kannst du alles rein mit. Den kannst du mitnehmen. Ist nicht geklaut. Affe mit Bike. Den darfst du mitnehmen. Das ist nicht geklaut. Du darfst es mitnehmen. Was ist das denn? Ein Travel Organizer. Was? Schlapp.
Seven and the Wilds, Alter. Ich kann euch nur sagen, Staffel 4 Wildcard müsst ihr gewinnen. Let the Abenteuer begin. Jens Knossi Knossalla, der König des Internets. Er ist einer der bekanntesten Influencer Deutschlands, TV-Star und nebenbei noch erfolgreicher Unternehmer. Die beste Pizza im Universum! Knossi ist Seven vs. Wild-Veteran und hat sich für seine zweite Teilnahme eine Menge vorgenommen. Es wird alles anders sein als all die Flaschen, die ihr bisher gesehen habt. Sein Bärenbruder ist Sascha Huber und dieses Mal geht's gemeinsam in die Wildnis. Wir sind aber die hoffentlich durchziehen bis zum Ende! Bis zum Ende! 8043 Kilometer von Frankfurt bis Vancouver. 10 Stunden und 15 Minuten können die Kandidaten noch den Komfort der Business Class genießen, bevor der Countdown zur Aussetzung startet. Ich habe nicht mal das Gefühl, ich bin im Flugzeug. Ich denke mir so, wir sind so ein fetten Nightliner. Weißt du, so fühlt sich das an. Oder so eine fliegende Wohnung. Das ist so krass. Das hat nichts mit Fliegen zu tun. Ich fliege nur noch Business. Nicht. Das ist Bärenkontakt, ne? Ja. Wie war das? Boah, also zwei Bären. Einmal, der war oben auf dem Baum drauf. Und das war gar nicht schlimm. Da dachte ich so, oh geil, voll schnuggelig. Und dann war ich aber einmal in einem Wald und da war der Bär auf Angriffsmodus. Also es war schon ein älterer Bär, der hatte eine dunkle Schnauze. Und ich hatte noch Essen an meinem Motorrad und ich wusste nicht richtig, wo kann ich das befestigen, weil ich nichts hatte, um das in die Bäume hochzuziehen. Und Alter, der ist auf mich zugekommen. Ich dachte, oh, jetzt bin ich tot. Und dann hatte ich aber zum Glück eine Axt und habe gegen die Bäume geschlagen und dann ist er wieder weggegangen. Ja, und irgendwie war es eine geile Erfahrung, weil jetzt, ich hab Bock, ich habe irgendwie keine Angst. Aber du weißt natürlich nie, wie es vor Ort ist, ne, wenn dann da irgendwas abgeht, aber. Ann-Kathrin Bendixen, a.k.a. Affe auf Bike. Mit 23 Jahren ist sie nicht nur mit ihrem Motorrad um die halbe Welt gereist. Einfach mal ein Stückchen weiterfahren, gucken, wo ich heute meine Hängematte aufschlage. Sondern hat außerdem noch einen Bestseller geschrieben. Sie konnte sich mit ihrer Bewerbung eine Wildcard für die dritte Staffel sichern. Ihre Teampartnerin Hanna Asil ist ebenfalls Wildcard-Gewinnerin und ein echter Joker für die Wildnis. Believe it or not, ich habe ganz schön viel Power. Die Österreicherin ist Nationalparkrangerin, Bergwanderführerin und nebenbei noch Fotografin. Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein. Doch genau das ist ihre Stärke. Sie können sich jetzt schon gut leiden. Aber bevor unsere Reise startet, müssen die Kandidaten sich erstmal auf ihr Survival-Abenteuer vorbereiten. Ich bin gerade in der Wildnis unterwegs mit der finalen Ausrüstung für Seven vs. Wild Staffel 3. Hallo, bin auch da. Wir gehen rein, 48 Stunden Survival-Stream, Seven vs. Wild Generalprobe. Und heute werde ich Survival quasi Tipps lernen für Seven vs. Wild. Wir haben hier Experten noch mit am Start. Oder Simon, oder Christian. Die Machete ist cool. Könnte man schon safe essen. Muscheln. Muscheln? Wie haben wir denn jetzt hier eine Muschel gefangen? Man hätte die noch höher machen können. Weil wenn man drinnen stehen will in der Hütte, guck mal, geht schon gar nicht mehr. Oh, Vorführeffekt. Geil. Er hat Bock auf uns. Er ist neugierig. Einfach. Ja, du mich auch. Ja, ist gut. Geh doch einfach nach Hause. Hey, Bär. Ho, Bär. Und dann würdest du den Spieß oben wieder rausgucken? Du kommst aus dem Maul raus. Okay. Das sieht man richtig, diese Ringer-Skills, die haben. Ja. Meinst du, so machen die das auch bei Burger King? Ja, ja. Ein Mitarbeiter hält eine ganze Kuh an einem Stock übers Lagerfeuer. Okay. Das war der Stein. Wenn ihr wissen wollt, was in unserer Flasche ist, dann bleibt dabei! Flasche vs. Wild. In Staffel 1 hatten die Kandidaten noch 7 Gegenstände. In Staffel 2 unterschiedlich viele. In dieser Staffel haben wir die Regeln vollkommen neu gedacht. Die Teams bekommen eine Flasche. Alles, was in diese Flasche passt, dürfen sie auch mitnehmen. Das hier sind 200 Meter Angelschnur. Und jetzt kommt's, ganz wichtig, ein Mini-Kompass, den kleinsten Kompass, den es gibt. Ein richtig kleinen Kompass. Dann haben wir noch was ganz Wichtiges für uns jedenfalls, ein Wasserfilter. Chad sagt, kleiner Haken, kleiner Fisch, großer Haken, großer Fisch. Jetzt ist ja die Frage, fühlen wir uns vorbereitet mit diesen Sachen hier? Ja! Wir haben gerade eine Zahnbürste, wir haben 4 Ibuprofen, wir haben Elotrans, wir hätten ein Messer. Messer. Wir haben einen Feuerstahl, wir haben ein Feuerzeug, wir haben Klebeband, wir haben Seife oder so ein 18-in-1 Zeug. Wow, da passt immer noch mehr rein, sag ich euch ehrlich. Also da können wir noch mehr reinmachen. Es ist für alles gesorgt, wir haben eine Säge drin, wir haben 2 Messer sogar. Ich habe auch meinen Luxusgegenstand, das ist mein Tabak-Erd-Luxusgegenstand Moskitonetz. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das ist unsere Flasche bei Seven vs. Wild.
Ja, wir haben ja in den Staffeln extrem experimentiert, wie wir das mit den Gegenständen machen. Ursprünglich war es mit 7 Gegenständen, was ja auch der Titel der Serie vorgibt. Aber das war uns dann halt ein bisschen zu langweilig. Wir haben gelernt aus Staffel 1, wenn du in diesen voluminösen Gegenständen denkst, ist es halt too much. In Staffel 2 haben wir es mit dieser Tierlist eingegrenzt, haben dann gemerkt, okay, hat auch Vor- und Nachteile, aber diesmal wollten wir halt wirklich ja dieses Loadout-Feeling. Es gibt einen beschränkten Container, da kann man alles reinpacken, was man möchte. Es birgt halt so viel Freiheit, so viel Raum für Kreativität, für die Teilnehmer, sich auszuleben. Und das war dann für uns auch der Ersatz der Challenges in dieser Staffel, die ja, ne, es gibt dieses Jahr keine Challenges, das ist alles quasi in dieser Bottle. Gut vorbereitet angekommen, warten am Flughafen schon die nächsten Probleme. Ich habe ja alles eingeschweißt. Weißt du, wie verdammte Gemüsebrühe vakuumiert aussieht wie Heroin? Das Zeug sieht aus wie Heroin. Was? Wenn der Hund dran schnüffelt, müsste es gut gehen. We made it! Wir sind aber die Ersten, ne? Ja, oder? Stark. Hammer. Herzlich willkommen in Kanada. Du bist nicht der Einzige, der uns hier filmt, die Leute erwartet. Max aka Trimax ist nicht nur einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands. Oh mein Gott! Die Liste ist lang. Gamer, Hobbyfußballer, Pizzamogul zusammen mit Knossi, Eventerfinder und vieles mehr. Ich fass es nicht, dass wir hier langfahren. Die Streaming- und YouTube-Welt wäre ohne ihn bedeutend ereignisloser. Umatra! Seven vs. Wild! Ja! Du musst zunehmen, Bruder! Bevor das Event anfängt, nehme ich wieder 50 Kilo zu. Das ist meine Antwort. Okay. Sein Teampartner ist Wieland Romatra Welte. Er ist Gamer, Streamer, womöglich der größte Rosinen-Fan der Welt. Und hat Raketenwissenschaft studiert. Ich bin der geborene Entertainer. Die beiden verbindet eine Art Hassliebe. Und man weiß nie genau, wann es das nächste Mal kracht. Ich hab dir ganz viel gezeigt. Nein, ich hab gerade rüber geschaut, da hast du mit dem Chat geredet. Sie gehören einfach zusammen und haben sich gemeinsam intensiv vorbereitet. Also Feuer machen haben wir absolut versagt. Saschas Reisepass ist verloren. Er ist zurück zum Flieger. Ich habe seinen Koffer. Kein Joke, wie gestern schon der Koffer. Saschas Reisepass ist weg. Er kommt ohne Reisepass hier nicht raus. Und er kommt auch generell, selbst wenn er hier rauskommt, nie wieder zurück. Die suchen jetzt einen Reisepass. Er ist an Schaltern und die versuchen nochmal ins Flugzeug zu kommen. Wir wissen nicht, ob der hier ist oder ob er ihn vielleicht sogar schon in Deutschland verloren hat. Alhamdulillah, lass diese Reise endlich beginnen. Ist das Bruder. Alles da. Bruder. Alles geil. Es ist alles geil. Angekommen, Digga. Let's fucking go. Oh, sorry, ja, können wir gleich machen. Nur Saschas Reisepass ist weg. Digga. Herzlich willkommen in Kanada, Jungs. Ey, was geht, Bruder? Alles angekommen, Alter. Wir hatten so Angst, dass nicht alles ankommt. Hallo. Eigentlich haben wir kein Problem, technisch gesehen. Wir sind noch gar nicht nervös. Aber es gibt ja keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Wir lösen nur gerade darauf, dass Affe aus dem Bereich da rauskommt. Ich bin zu spät gekommen aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich bin angekommen und da war so ein Schalter und du musstest zum Schalter hinlaufen und hast da irgendwie einen Zettel rausbekommen und musstest diesen Zettel vorzeigen, um dann wirklich letztendlich einreisen zu dürfen. Ich habe natürlich diesen Zettel im Rucksack gehabt, habe das gar nicht richtig geschnallt. Scheiße, ich brauche diesen Zettel jetzt noch. Bin den Meter zur Seite getreten, wollte den Zettel gerade rauskramen und der schon so, nee, das ist mir schon zu kompliziert mit dir. Raus, Kontrolle. Saschas Pass ist da. Ich weiß nicht, wo er selbst ist, als Mensch physisch, aber es wurde gerade gesagt, Saschas Pass ist da. Ich habe seinen Koffer, ich habe beide Koffer. Wir sind angekommen in Kanada, wollte ich sagen. Ich sage, alle Leute werden sich ein Vorbild nehmen an meinem Hut. Ganz sicher, auf gar keinen Fall. 100%. Was sagst du, Adam? Ich habe mir schon vorhin gedacht, du bist nicht so der typische Twitch-Streamer, der 8 Stunden lang am PC hockt, weil die Leute denken, du bist irgendwie so ein indigener Einwanderer oder so. Alles. Aber halt auf jeden Fall. Warte mal. Der E450. Super Duty, wow. Der meinte gerade, der hat nur eine Duty, mich schnell zu meinem Bett zu bringen, dass ich fixen kann. Digga. Ist der Boss? Ja. Sascha ist nicht da. Ja. Willkommen in Kanada. Ja. Affe ist nicht da. Neuer Plan. Haben wir gerade ausgemacht. Es kommt Sascha nicht mit. Gehe ich mit denen drei mit. Ja, wir gehen zu dritt einfach. Ich angel. Ja. Die bauen. Wird eine gute Staffel. Eine Flasche voll mit Tabak. Das sehe ich nicht. Wir sollten schon mal einsteigen. Wir warten hier gerade auf ein paar Leute. Und Anka Affe auf Bike hat gerade geschrieben, die hat was vergessen. Ich werde gerade komplett gebumst. Also, Ann-Kathrin wird gerade vielleicht ein bisschen
doller gefilzt, als das vielleicht bei uns in Europa üblich ist. Seit einer guten Stunde. Wir haben jetzt nur einen begrenzten Zugriff auf sie, beziehungsweise gar keinen, und müssen aber hoffen, dass sie rauskommt. Bin ich in dieser Kontrolle, da waren Polizeileute, da war Zoll, ich natürlich schon so am Zittern. Ich denke mir, oh Gott, jetzt kommen die Fragen, wo ist die Location, wie werdet ihr ausgesetzt, wie hat die Produktion das alles durchgeführt? Klar, dass du wieder drauf hältst, komm. Hau ab. Reisepass da. Hau ab. Ich habe den Reisepass liegen lassen, muss ich echt sagen, ist mir noch nie passiert. Dann würde ich aber direkt zurückgehen, ja, weil ich habe es gleich mal realisiert, aber durfte ich nicht mehr. Aber die haben den gleich gefunden, das ist ja kein Ding. Wir waren jetzt noch auf, auch jetzt noch auf Apfel gewartet. Du warst 40 Minuten weg. Ja, die haben gleich gefunden, aber bis die kommen, sind das da. Okay. Aber leider. Ich habe deinen Koffer vom Band geliebt, der ist da. Ehre. Ja, der ist wenigstens da. Alle Koffer sind da. Trotzdem meiner, alle Koffer sind da. Ja, mit Messern und allem. Erklärt noch so, der Officer ist richtig so ein good-looking Guy, mit Kaffee in der Hand, so Kanadier, man kennt's. Erklärt dir so, wie sie auf der Insel herum kann. Ja, und wie sie da rumtraveln soll irgendwie, das habe ich mitbekommen. Ja. Aber das ist immer noch drin. Wir machen es spannend bis zum Schluss. Habt ihr News für uns? Wir haben News, wir fahren jetzt los. So langsam geht's los. Ohne Affe? Affen haben wir jetzt erstmal nicht dabei, nein, ohne Affe, ganz genau. Ja. Bitte hintereinander weg, nicht nach hinten gehen, sondern hintereinander weg. Wir wollen euch alle vorne haben. Okay. Affe ist weg. Ich bin einfach weg. Jetzt muss ich allein da reingehen, oder wie? Ich hab einen LKW-Führerschein. Soll ich fahren, Jungs? Soll ich das Ding fahren? Nein. Na klar. Oh mein Gott. Was hast du denn gesagt? Alter, WTF. Ich so, ja, wir müssen... Also erstmal wurde ich rausgezogen. Dann hat er gesehen, dass ich schon mal in Kanada war. Er so, wo ist dein Motorrad? Ich so, ja, das ist jetzt in Alaska. Und er so, ja, warum in Alaska? Du bist doch jetzt wieder hier. Ja, also dann herzlich willkommen in Vancouver. Ich bin Rainer. Unser Hotel heute ist das Roasted on Robson. Da gehen wir heute Abend hin zum Essen. 7:20 sharp. Du bist ein Schatz, danke dir. Bei so einem 7 vs. Wild Projekt hast du ja jetzt auch nicht ein ganz normales Gepäck dabei. Ich hab's jetzt durch nachher. Meint ihr einfach, ja komm, scheiß drauf oder was? Ich natürlich noch, weiß ich nicht, total nervös. Der lange Flug ist hinter einem, dann dieses ganze Drama drumherum. Ich denke, Leute warten auf mich. Aber als ich dann freigelassen worden bin, bin ich halt einfach rausgegangen. Und dann stand Johannes und Pat standen da und haben mich entgegengenommen. Und ich habe erfahren, dass die anderen schon lange im Hotel sind, sich schick fertig machen fürs Essen. Und ich bin dann angekommen beim Essen. Natürlich komplett verranzt, nicht fertig. Wahrscheinlich stinken von dem 18-Stunden-Flug oder was das war. Und ja, dann saß ich da am Essen und habe das Essen genossen und Leben ging weiter. Auch so Flashbacks, wie wir es damals das erste Mal durch Panama gelaufen sind, gell? Ja. Als wir in der letzten Staffel am Start waren, dann so, Panama, komm, wir gehen noch was essen. So Rooftop-Bar. Aber jetzt komplett woanders einfach. Endlich sind die Kandidaten angekommen und das Gepäck auch. Nach der Aufregung geht es gemeinsam zum wohlverdienten Abendessen. Sieht man gleich an. Ich habe erst mal ein T-Shirt gewechselt. Ja, ich habe leider das T-Shirt, was er hat, gar nicht. Ich wollte eigentlich lange Hose anziehen, aber habe ich auch gelassen. Morgen um 8 Uhr zum Frühstück im Hotel auf der zweiten Etage. Bitte im Fotomodul. Also das, was ihr bei der Aussetzung anhabt, was ihr die 14 Tage anzieht, morgen anziehen. Morgen früh. Auf geht's. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Europas größter YouTube-Show. Begleitet uns auf der Suche nach dem Austragungsort, bei der Überwindung von Hindernissen und vor allem der großen Frage: Was ist jetzt wirklich mit diesem Bärenproblem? Seid bei allen wichtigen Momenten dabei. Die Aufregung bei der Aussetzung und den 24 nervenaufreibenden Stunden davor. Nur hier zeigen wir euch die Probleme und Schwierigkeiten im Hintergrund. Und natürlich das große Finale Uncut. Nächste Woche Dienstag, dem 14. November, nur auf YouTube.